Absetzkabinen sind praktisch. Braucht man sie nicht, werden sie kurzerhand auf ihre Stützen gestellt und der Pickup steht zur freien Verfügung. Punkt. Bisher hatten die Erbauer dieser zweckmäßigen Kisten wohl tatsächlich eher nach dem Nutzen konstruiert und weniger nach dem Design. Dass das auch anders geht, beweist das Wohnkabinencenter mit ihrer in Italien gefertigten neuen Baureihe Camp Crown Mono. Heute machen wir eine kleine Ausfahrt mit einem VW Amarok. Wichtiger ist aber die Kabine, die hinten drauf ist. Das ist die neue Camp Crown 6S, eine Kabine an einem Stück laminiert. Soll damit ein ganzes Stück leichter sein, ist und bleibt aber eine ganz schöne große Kabine hinten auf der Ladefläche. Aus einem Stück laminiert bedeutet, dass die Kabine wie ein Boot aus einem Guss in Kunststoff hergestellt wurde. Das hat praktische und optische Vorzüge. Kältebrücken und Undichtigkeiten fürchtet man hier vergebens. Und durch die runden Formen sieht das Ganze auch noch schmuck aus. Die üppigen Abmessungen der Camp Crown 6 fallen der Rundung wegen weniger auf. Die Camp Crown Mono, so der Name dieser neuen Kabine, gibt es in zwei Größen. Einmal für Doppelkabine, einmal für anderthalb Kabine. Wir fahren die kleine Version, doch auch sie bietet viel Platz und bereits eine Stehhöhe von 2 Metern. Weiterer dicker Pluspunkt: Das Alkovenbett ist eine wahre Liegewiese. Der Ausbau ist in dunklem oder hellem Furnier zu haben, ganz nach Geschmack. In dunkel sieht die Monocoque-Kabine so aus. Einzig die Elektroinstallation und Details im Ausbau sind noch verbesserungswürdig. Hier verspricht der Hersteller aber baldige Abhilfe. Und der Preis? In der Basisausführung kostet die Camp Crown Mono 6 rund 33.000 Euro, eine faire Preisgestaltung. Das Gesamtpaket ist natürlich eher etwas für Reisende, die sich nicht im harten Geländeeinsatz ausprobieren wollen. Und wenn man dem 190 PS Amarok doch mal auf den Zahn fühlen will, dann setzt man die Kabine eben schnell auf ihre 4 Beine und muss keine Sorge mehr haben, dass sich die 2,92 Meter hohe Konstruktion auf die Seite legt. Den Testbericht lesen Sie jetzt in der Frühlingsausgabe des Explorer und weitere Filme finden Sie hier in unserem YouTube-Kanal.